Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation hier auf Ich Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir wollen weiter die Geschichte der Reformation betrachten, das Leben der Reformatoren studieren und heute in der 30. Folge im Jahre 1519 weitermachen. Bevor wir beginnen, wollen wir in guter Gewohnheit mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Gelegenheit, aus der Geschichte lernen zu dürfen und bitten dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Lektionen zeigst, die wir ganz persönlich praktisch für uns anwenden können auf unser Glaubensleben und wie wir sehen können, dass du durch den Heiligen Geist in unserem Leben Erweckung und Reformation schenken möchtest. Bitte hilf, dass wir uns äh, das Gute der Reformatoren zum Vorbild nehmen und äh, aus ihren Beispielen, aus ihren Siegen und Niederlagen lernen können. Das alles bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Teil 30 April bis Juni 1519 Der Weg nach Leipzig Ulrich Zwingli hatte gigantischen Erfolg in Zürich. Seit Beginn des Jahres war er dort als Prediger am Großmünster angestellt und die Menschen kamen in Massen um seinen seiner Auslegung des Evangeliums zu lauschen. In der ganzen Stadt herrschte die allergrößte Bewunderung für diesen vollmächtigen Prediger der evangelischen Wahrheit. Eine Zeitgenosse berichtet über ihn. Auf der Kanzel verschonte er niemanden. Weder Papst, Kaiser, Könige, Herzöge, Fürsten, Herren, noch die Eidgenossen selbst. All seine Stärke und all seine Herzensfreude war in Gott, und entsprechend ermahnte er die gesamte Stadt Zürich, ihm allein zu vertrauen. So etwas hatte die Stadt noch nie erlebt. Und parallel und unabhängig von Luther in Wittenberg entsteht hier ein Entstand hier ein ganz heller. Ähm, ganz heller Ort, in dem das Evangelium sich rasant ausbreitete. Das, was in der äh, Apostelgeschichte ähm, über die Urchristenheit äh, geschrieben ist, lässt sich auch mit mancher Berechtigung auf Zürich dieser Zeit anwenden. Dort heißt es in Kapitel 6, Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Nun, es ist eigentlich nie so, dass das Wort Gottes mit Vollmacht sich ausbreitet über einen langen Zeitraum, ohne ungestört sein zu können. Und so gab es auch im Dienst von Zwingli nach den ersten Wochen und Monaten die ersten Misstöne und Disharmonien. Viele erkannten, äh, nachdem so die erste Begeisterung verflogen war, dass die Predigten von Zwingli auf eine weitreichende Reformation hinzielten und äh, man war zwar gerne begeistert, aber nicht unbedingt immer bereit auch wirklich echte Veränderungen im Leben vorzunehmen und das ist vielleicht eine ganz interessante Parallele vielleicht auch in unser Leben, wo man schnell begeistert ist durch das Wort Gottes, aber dann doch zögert, wenn es ernst wird mit der Umsetzung. Und so begann sich ganz zaghaft zunächst Widerstand zu regen gegen diese neuen Starprediger es waren insbesondere die Mönche, die gegen Zwingli kämpften, aber auch die Kanoniker beschwerten sich. Und wir hatten ja in einer anderen Folge schon gesehen, dass es ähm, schon vor seiner Anstellung durchaus Widerstand gegen ihn gegeben hatte. Und das kam jetzt wieder hoch. Ein besonderer Kritikpunkt erscheint aus heutiger Sicht ähm, etwas merkwürdig. Man nahm großen Anstoß daran, dass Zwingli Musiker war und auch gerne noch Musik spielte. Er hatte immer wieder geistliche Lieder komponiert oder auch einfach Instrumentalmusik für seine Gemeinde gemacht. Und gerade das wurde als besonders anstößig empfunden, nicht eines Geistlichen würdig. Ähm, Musiker waren damals eher so in der unteren sozialen Schicht angesiedelt, äh, als Spielleute, die halt für die Unterhaltung der Menschen da waren. Das hat man nicht wirklich in Einklang gebracht mit den Aufgaben und der Würde eines Geistlichen. Aber Zwingli war natürlich in der Bibel versiert genug, um zu zeigen, dass so eine, eine Idee eigentlich nicht in der Bibel gegründet ist. Er verwies zum Beispiel auf die Geschichte von König David. <laughs> Dort heißt es in 1 Samuel 16, Vers 23, wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl und der böse Geist. Wich von ihm. Und so hat äh, Zwingli ähm, deutlich gemacht, was äh, David tun durfte, ohne dass man ihn dafür kritisiert hat. Das äh, werde doch auch ich tun können. Und wenn äh, der geistliche David ähm, mit Musik Gottes Willen getan hat, warum sollte das heute anders sein? Zwingli hat in dieser Zeit einen Grundsatz formuliert, der auch für uns noch von großer Wichtigkeit ist, der es wert ist, nachgeahmt zu werden. Er war sich bewusst, wenn er Menschen für Jesus gewinnen will, dann sind diese Menschen noch keine Heiligen, sind meistens noch nicht einmal bekehrt. Sie sind eigentlich in der Sünde tief verstrickt und das bedeutet, dass auch nicht alle sofort immer gleich das Evangelium gerne annehmen und wenn sie es eben nicht annehmen, eigentlich dagegen ankämpfen. Und so formulierte er folgenden interessanten Satz. Wenn wir wünschen, die Gottlosen für Christus zu gewinnen, müssen wir unsere Augen gegen viele Dinge schließen. Mit anderen Worten, wer an der vordersten Front der Seelengewinnung kämpft, wer sich um andere Menschen bemüht, sie zu Jesus zu bringen, der wird äh, damit rechnen müssen, dass er auch viel Anfeindung ähm, erlebt und dass ihm viel Widerstand entgegenschlägt. Und das sollte man mit einkalkulieren und sich nicht davon aus dem Konzept bringen lassen. Zwingli war ein äußerst... Ähm, fleißiger Pastor. Er hat sich übrigens auch an sämtliche Bevölkerungsschichten gewandt. Man hatte ihm ja vor allem angeraten, sich um die Reichen zu kümmern. Aber das hat er so nicht umgesetzt, sondern hat sich mit allen Bevölkerungsschichten abgegeben. Das hat dazu geführt, dass viele der Edlen und der Hochangesehenen in der Stadt Zürich ähm, sich vermehrt auch mit der einfachen Landbevölkerung beschäftigt haben und dass hier auch ein gewisser Ausgleich und eine Annäherung der verschiedenen sozialen Schichten in Zürich äh, gesehen wurde. Wie gesagt, Zwingli war äußerst fleißig. Er begann den Tag. Bei Tagesanbruch mit Lesen und Schreiben und Übersetzen. Er hat in dieser Zeit insbesondere Hebräisch studiert und das ging so ungefähr bis 10 Uhr morgens. Dann hat er zum ersten Mal gegessen, hat dann Besucher empfangen, die Rat gesucht haben. Danach hat er sich mit seinen Freunden auf einen äh, Spazierweg gemacht, um verschiedene ähm, Glieder der Kirche zu besuchen, als Seelsorger für sie da zu sein. Gegen 14 Uhr waren wir zu Hause, so der regelmäßige Tagesablauf, hat dann weiter weiter studiert, hat dann irgendwann später nochmal ein zweites Mal gegessen, <laughs> dann ein kurzer Spaziergang der Erholung wegen und dann hat er Briefe geschrieben bis oft bis Mitternacht. Und dabei hat er grundsätzlich, das auch ganz interessant, immer im Stehen gearbeitet. In dieser Zeit bekam er dann unverhofft Hilfe und äh, eine interessante Episode, äh, die zeigt, wie sehr jetzt äh, Gott hier auch am Wirken war, die verschiedenen Reformatoren äh, zusammenzubringen. <laughs> An der Tür von Zwingli stand ein junger Mann namens Lucian, der im Auftrag von Beatus Renanus aus ähm, Basel gekommen war. Renanus war ein alter Freund von Zwingli gewesen und Renanus hatte jetzt äh, diese Idee, dass der besagte junge Lucian Bücher in der Schweiz verbreiten könnte, nämlich die Bücher von Luther. Folgender äh, Mitteilung war dem Lukian mitgegeben von Beatus Renanus. Erforsche, ob dieser Mann genügend Besonnenheit und Fähigkeit besitzt. Wenn ja, lass ihn die Werke Luthers von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, ja von Haus zu Haus unter die Schweizer bringen und besonders seine Auslegung des Vaterunsers, geschrieben für die Laien. Je bekannter sie sind, desto mehr Käufer werden sich finden. Also Beatus Renanus hat diese Idee. Dass die Bücher von Luther und das Volk gehören, insbesondere die Bücher, ähm, hier ist als Beispiel das Vater unser gegeben, die Auslegung davon, die für Laien geschrieben worden sind. Der Renanus verstand, dass selbst die besten Prediger lo lokal begrenzt sind und dass die Bücher Schichten erreichen können, die durch keinen Prediger ähm, in den Kirchen ähm, so erreicht werden können. Und interessant ist hier. Dass der Zwingli aufgefordert wird, ähm, diese Sache zu unterstützen, wenn es um die Verbreitung von lutherischen Schriften geht. Wie wir gesehen haben, hatten Zwingli und Luther das Evangelium unabhängig voneinander entdeckt und doch so zu einem frühen Zeitpunkt gibt es hier die ersten Berührungspunkte dieser beiden Bewegungen, die deutlich machen: Es geht ja eigentlich um dasselbe Evangelium. Man hat denselben, ähm, dasselbe Ziel. Und wenn der Beatus Renanus hier am Ende schreibt, je bekannter sie sind, desto mehr Käufer werden sie sich finden, ist das eigentlich implizit eine Bitte an Zwingli, doch bitte Werbung zu machen für die Schriften von Luther. Und dieser Zug war natürlich nicht nur äh, gut für Luther, sondern auch gut für Zwingli, weil durch diese Bücher auch die Predigten und die Gedanken von Zwingli eine Verbreitung fanden und eine Akzeptanz fanden in der breiten Bevölkerung die mit alleinigen Predigten so nicht möglich gewesen wäre. Wir sehen hier also, wie die Predigt und auch die Literatur gemeinsam Hand in Hand für die Verbreitung des reformatorischen Gedankengutes notwendig waren. Und auch das, denke ich, eine wichtige Lehre für uns in unserer Zeit. Dann gab es die Nachricht, dass der berüchtigte Ablassprediger Samson auf dem Weg nach Zürich war. Als Zwingli noch in Einsiedeln war, hatte er schon dort gegen jenen Samson gepredigt, der ähnlich wie Tetzel in Deutschland den Ablass für den Peterskirchenbau verkündete. Und so nahm sich Zwingli vor, bereits präventiv in Zürich gegen den Ablass und gegen Samson zu predigen. Das hat Samson auch... Ähm, geahnt und entsprechend sich vorher geäußert, dass er schon vermuten wird, dass Zwingli ihm das ganze verdirbt, als dann Samson vor die Stadttore von Zürich kam, sollte er zunächst einmal nicht einmal hineingelassen werden. Er hat dann mit einem Trick doch den Eintritt sich verschafft. Er hatte behauptet, etwas ganz wichtiges formales administratives in Zürich äh, tun zu müssen. Es stellte sich allerdings sehr bald heraus, dass das einzige, was er dabei im Sinn hatte, die Predigt seines Ablasses war und so wurde er schnell der Stadt verwiesen ohne einen Einzigen Ablass in Zürich verkauft zu haben. Das ist sicherlich ein großer Erfolg für Zwingli und seine Predigt. Insgesamt war das Thema des Ablasses allerdings in der Schweiz eher ein Randthema und nicht so heiß diskutiert wie im Heiligen Römischen Reich Deutschland, zumindest in den deutschen äh, Gebieten. Und das lag unter anderem auch daran, dass die Bischöfe in der Schweiz keine so starke politische Macht hatten und der Papst deswegen auf die ähm, Beschlüsse in der Schweiz nur beschränkt Einfluss hatte, viel weniger als in Deutschland. Kurz nach dieser Episode ist dann der Samson wieder Richtung äh, Italien gereist, hatte enorm viele Schätze mitgenommen, er war ohne Schätze nach in die Schweiz gekommen, war mit viel Geld zurückgekehrt und dort verliert sich dann so ein bisschen seine Spur in der Geschichte. Kommen wir zu Luther. Anfang April erhielt er die Antwort von... Kayetan. Der Kurfürst hat ja am 7. Dezember an Kayetan geschrieben, so ein bisschen die, äh, Sa die Sachlage aus Sicht des Kurfürsten beschrieben. Und Kayetan antwortet jetzt und Luther erfährt äh, diese Antwort. Kajetan fordert die Auslieferung Luthers. Das ist etwas irritierend, weil ja in den Verhandlungen mit Karl von Miltitz inzwischen ja äh, ganz andere Dinge besprochen worden waren. Und so entscheidet sich Luther einfach, dieses scheinbar überholte Schreiben von Kayetan zu verachten und zu ignorieren. Am 5. April finden wir diesbezüglich einen Brief an Spalatin. Dort heißt es, übrigens habe ich beschlossen, diese ganz groben kajetanischen Ungereimtheiten zu verachten, da mir unser Wenceslaus aus Nürnberg schreibt, dass sie sowohl von dem gemeinen Volke als auch von den Vornehmsten verlacht werden. Also Luther wehnt sich hier auch mit starkem Rückenwind von Seiten der Bevölkerung. Er bezieht sich hier auf die, auf die große Reichsstadt Nürnberg. Kajetan wird dort äh, nicht ernst genommen und so entscheidet sich Luther auch, ich werde einfach das jetzt ignorieren. Am selben 5. April schrieb Luther auch einen Brief an Johann Eck und ermahnt ihn doch bitte, die schriftliche Einwilligung an den Herzog zu senden. Wir erinnern uns, äh, die Disputation in Leipzig ist ja in Planung und äh, Eck und Karlstadt sind dort die offiziellen Kontrahenten, aber Eck hat in seinen Thesen gegen Karlstadt eigentlich Luther angegriffen, nämlich äh, Dinge attackiert, die Karlstadt so nie gesagt hat, sondern Luther, und deswegen hat er Luther gebeten, sich auch verteidigen zu dürfen. Eck war im Prinzip einverstanden gewesen, aber hatte das nicht schriftlich formuliert, und genau darauf hatte ja der Herzog Georg ähm, bestanden, ähm, der ja diese ganze Disputation überhaupt erst einmal möglich gemacht hatte. So bleibt also Luther ein bisschen in der Schwebe, und wie sehr das Tis Tischtuch zerschnitten ist zwischen den Beinen, wird auch deutlich, wenn man das Briefende liest und den Schlussgruß, den Luther an Eck schreibt. Hier heißt es: Gib dir daher Mühe, dass ich deinen Brief so bald wie möglich erhalte, durch den ich eine völlige Antwort erlange, denn die Einwilligung der Universität habe ich schriftlich. Und jetzt kommt's: Gehab dich wohl und werde endlich einmal aus einem Sophisten ein Theologe. Am 7. April verfasst der Dominikaner Professor und äh, Inquisitor Jakob Hochstraten aus Köln ein Schreiben gegen Reuchlin. In dieser Schrift gegen Reuchlin äh, schreibt auch ein Vorwort und in dem Vorwort nimmt er Bezug auf die Luther-Sache und äh, dort sagt er, man müsse gegen Luther einschreiten, weil der den Papst attackiere. Das ist natürlich eine Reaktion auf diese umstrittene These von Luther bezüglich des Papstes. Und äh, Hochstraten schreibt, Luther hätte dem Papst de facto Heresie vorgeworfen. Luther nimmt dazu dann etwas später Stellung und sagt, naja, nur weil ich sage, dass der Papst von der Schrift abweicht, habe ich ja den Papst noch nicht zum Heretiker gemacht. Es gibt nämlich, und das ist ein sehr wichtiger Grundsatz, den Luther hier betont, einen Unterschied zwischen Irrtum und Heresie. Ein Mensch kann ja irren, aber deswegen ist er nicht notwendigerweise gleich ein Heretiker, sondern der Irrtum ist erst dann Häresie, wenn der Irrtum als Glaubensnotwendig betont wird. Also Luther macht diesen Unterschied und sagt, naja, ähm, Erst wenn eine Irrlehre als halsnotwendig bezeichnet wird, dann wird es eine echte Heresie. Und Luther sagt ganz deutlich, er hätte den päpstlichen Notaren keine Heresie, sondern lediglich Irrtum unterstellt. Und deswegen sei Hochstraten ein Brudermörder und ein unwissender Esel. Ja, das ist typisch Luther in äh, seinen Formulierungen. Und dass der Hochstraten in seinem Buch dann, im eigentlichen Hauptteil, dann auch den Reuchlin äh, verurteilt und verdammt, das ist dann natürlich dann nicht äh, sehr verwundernswert, so Luther. Die ganze Debatte um Reuchlin und dessen Verteidigung der jüdischen Schriften war ja immer noch nicht ausgestanden. Am 13. April kam dann die erste Lieferung der neuen äh, Drucke der laufenden zweiten Psalmenvorlesung von Luther äh, an die Öffentlichkeit. Und. Äh, die wurde natürlich mit, großer, äh, mit großem Interesse ähm, gekauft und gelesen. Die Psalmen lagen Luther ja zeitlebens sehr am Herzen und hat dort immer wieder auch viel Kraft und Trost ähm, gefunden. Und die Menschen waren begierig, wie Luther jetzt die Psalmen auch unter dem Eindruck der ganzen ähm, Diskussion und der ganzen äh, beginnenden Reformation auslegen würde. Ebenfalls am 13. April. Hat Luther dann die erweiterten Thesen von Eck äh, in den Händen gehalten und äh, sie dann noch einmal studiert. Er hat zu der Zeit auch erfahren, dass man in Leipzig gegen ihn, gegen Luther Stimmung macht. Die Universität Leipzig möchte eigentlich gar nicht, dass es zur Disputation kommt und äh, Luther befürchtet, dass aufgrund dieser negativen Stimmung in der Stadt gegen ihn er möglicherweise von der Disputation ausgeschlossen wird. Und das ist so in diesen Wochen und Monaten so die ganz große Angst von Luther, dass er möglicherweise gar nicht nach Leipzig vorgeladen wird, gar nicht dabei sein darf, wenn diese große Disputation stattfindet. Am 14. April schreibt dann Erasmus, der berühmte Humanistenfürst, an Friedrich den Dritten. Und äh, in diesem Schreiben nimmt er allerdings keine Stellung zur Theologie von Luther. Wie wir schon gesehen haben und immer wieder sehen werden, ist Erasmus sehr, sehr vorsichtig, sehr politisch und äh, steckt seinen Kopf nicht weit aus dem Fenster hinaus. Er sagt, dass er einige Stellen in der Gesamtausgabe äh, von Froben aus Basel äh, gelesen habe, äh, aber er kann sich keine Meinung äh, bilden, aber er hat den Eindruck, Luther sei eine... Person von Integrität und das allein schon wird in Wittenberg als ein großes Lob aufgefasst. Der große Erasmus sagt, Luther hätte Integrität. Luther wendet sich mit April auch an den Kurfürsten mit der Bitte um eine neue Kutte. Als Mönch sind das so die Dinge, die ihn natürlich auch beschäftigen und er begründet das auch mit seiner, mit seiner doch so äh, bekannten und beliebten Psalmenvorlesung. Am 22. April gibt es dann noch einen Brief von Erasmus, diesmal an äh, Melanchthon, wir nennen uns Anfang des Jahres, hatte Melanchthon an Erasmus geschrieben und ganz kleinmütig äh, bekannt, dass er ihn kritisiert hätte in der Vorlesung, und das tue ihm so sehr leid und entsprechend harsch äh, reagiert auch Erasmus, der das gar nicht verstehen kann, dass man ihn äh, jetzt hier kritisiert hat und er mahnt Melanchthon, die Gelehrten sollten doch Einigkeit demonstrieren. Er lobt aber auch den Melanchthon für dessen sehr gute Antrittsrede. Er sagt dann, Luther habe er nicht gelesen ähm, und die Meinungen über Luther gehen halt auseinander. Er versucht da sehr neutral sich zu positionieren. Und, äh, aber er geht auf die eine Bitte ein, die Luther ihm ja geschrieben hatte, nämlich den Melanchthon zu bitten, sich doch nicht zu sehr zu verausgaben. Ähm, denn das ist die allgemeine Sorge, auch derer, die in Wittenberg sind, dass der Melanchthon aufgrund seiner schwachen... Konstitution und seines jungen Alters vielleicht ähm, ja, sich überarbeitet und dann für die gute Sache verloren geht. Am 24. April um die Zeit herum gibt es dann die ersten richtig scharfen Auseinandersetzungen im Magdeburgischen Jüterburg. Dort ist äh, der Ratsprediger Franz Günther ein großer Anhänger von Luther der erste der so außerhalb von Wittenberg so ganz klar und kompromisslos die lutherische predigt, äh, lutherische Lehre Predigt und das führt natürlich zum enormen Konflikt mit den dort ansässigen Franziskanern die Augustiner aus Wittenberg unterstützen den äh, Günther und äh, Luthers Thesen sind einige Zeit lang hier sehr deutlich und stark vorgetragen worden Trotzdem muss Günther aufgrund des Konflikts erst einmal dann pausieren und ein anderer Magister kommt und das ist äh, Thomas Münzer. So ist zumindest äh, nach den Quellen das zu vermuten. Und gerade in der Osterzeit jetzt gibt es erneut einen enormen Krieg von den Kanzeln der beiden Parteien. Und das ist das erste Mal, dass sozusagen diese neue Lehre von Luther jetzt eine echte Krise in einer Ortsgemeinde, in einer äh, lokalen Stadt auslöst. <laughs> Luther hat äh, im April dann die Arbeiten zu seinem Galata-Kommentar abgeschlossen gehabt. Melanchthon hat ihn dabei unterstützt, hat vor allem äh, Kirchenväter Zitate gesammelt und auch Korrektur gelesen und äh, in seinen Beiträgen immer wieder auch die Gemeinsamkeiten mit Erasmus von Rotterdam hervorgehoben. Das war ihm zu dem Zeitpunkt noch sehr wichtig. Melanchthon war eigentlich noch mehr Humanist als Reformator zu dem Zeitpunkt und er wollte unbedingt das Werk Luthers so ein bisschen in das Licht von Erasmus rücken. Schauen wir ganz kurz, was so die Hauptpunkte sind, die Luther hier in seinem Galater-Kommentar aufmacht. Das Ganze ist natürlich geschrieben oder dem Eindruck seines Konfliktes mit Rom und dass er ja der Galaterbrief auch ganz geeignet, wenn der Paulus dort den Petrus zurechtweist wegen falschem Verhalten. Und so sagt Luther dann in einer seiner Kernthesen, dass das Evangelium und die Gebote Christi über den Papst und seinen Privilegien stehen. Also eine sehr deutliche Position, die er hier einnimmt. Er macht aber auch... Klar, dass er nicht eigentlich gegen die römische Kirche kämpft, sondern lediglich gegen die römische Kurie, das heißt gegen die Leiter der Kirche, dass er allerdings keine neue Kirche aufmachen möchte, sondern eigentlich nur äh, der Kirche helfen will. Er äh, fordert dann ganz klassisch und typisch, dass das Wort Gottes gepredigt werden soll und nicht einfach nur Liturgie und kirchliche Tradition und Kirchenrecht, sondern die Bibel muss wieder in das Zentrum der Predigt. Gerückt werden und deswegen predigt er hier natürlich auch gegen die Scholastik, die er ja schon seit Jahren zu einem Erzfeind erklärt hat. Er wendet sich deswegen auch gegen die Heilsungewissheit. Nach scholastischer Lehre konnte man sich ja nie ganz sicher sein, ob man erlöst ist oder nicht, weil es immer so ein bisschen auch von den eigenen Werken abhing, von denen man nie wusste, ob sie angenehm sind vor Gott und gegen diesen Irrtum, der ihn ja selbst so viel gekostet hat, so viel Nerven und so viel Verzweiflung. So viel Tränen dagegen wendet er sich sehr deutlich und sehr scharf. Und ähm, der Galaterbrief ist natürlich mit seiner klaren Betonung der Rechtfertigung allein durch den Glauben hier auch sehr geeignet, diesen Punkt wirklich wirkmächtig deutlich zu machen. Luther äh, definiert, wie schon bekannt, auch hier Gerechtigkeit nicht als die richtende Vergeltung, sondern Gerechtigkeit hängt so sehr mit dem Glauben zusammen, dass im Grunde genommen die Gerechtigkeit fast schon der Glaube ist. Die, wie auch im Römerbrief deutlich wird, die Gerechtigkeit kommt allein durch den Glauben. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die dem Sünder angerechnet wird, weil der an Gott glaubt. Und. Dann macht Luther auch deutlich, entgegen scholastischer Lehre, dass der Gläubige nicht gleich sofort plötzlich äh, unwiederbringlich äh, sündlos und heilig ist, sondern dass das Leben des Glaubenden ein Prozess ist und dass es dort Anfechtung gibt, aber dass man wachsen kann in der Gnade. Auch das wird ausgeführt. Und... Dann sagt er interessanterweise auch, dass unter den Christen eine absolute Gleichheit herrscht und dass Kleriker, das heißt Priester oder Bischöfe, keinen Vorteil haben in der Erlösungsfrage, auch wenn sie geweiht sind. Das war ja das Verständnis der Kirche über viele Jahrhunderte gewesen, dass durch die Ordination, durch die Weihe die Kleriker einen anderen Stand bilden und deswegen auch bezüglich der Erlösung bevorzugt sind. Und Luther sagt, das ist Unsinn. Das stimmt nicht. Er geht auch noch einmal auf die Ablässe ein und die Beichtauflagen und vergleicht sie jetzt sehr derbe und sehr drastisch mit den ägyptischen Plagen. Und ebenfalls sehr drastisch klingt es, wenn er sagt, dass die kirchlichen Hirten und die Päpste Herolde des Antichristen sind und zwar, weil sie unbedingt herrschen wollen. Diese Herrschucht macht sie verdächtig. Menschliche Tradition. Äh, wie zum Beispiel das Zölibat. Auch dieses Thema greift er auf. Solche Traditionen führen Menschen ins Verderben. Das Zölibat war ja für die katholische Kirche sehr wichtig theologisch, weil durch das Zölibat der Kleriker von den Laien abgehoben wird. Äh, der Kleriker hat einen Vorteil, aber das wird quasi dadurch erkauft, dass er ein Leben führt, das ein Laie so nicht leben möchte oder nicht leben kann, dem er nämlich äh, ohne lebt und äh, Luther sagt: diese menschliche Tradition, die dem Wort Gottes widerspricht, führt Menschen erst richtig in die Sünde wie natürlich zahlreiche Missstände der damaligen Zeit auch ganz äh, plastisch illustrieren. Und Luther macht dann abschließend deutlich, dass er die, die Kirche ja eigentlich ähm, mittragen will. Er will der Kirche helfen, die Lasten tragen. Und deswegen entschuldigt er sich sogar für die Kritik, die er übt. Es soll ja konstruktive Kritik sein, keine Vernichten. Und das ist sehr entscheidend hier für das Verständnis Luthers, äh, was die Kirche betrifft, dass man das hier richtig einordnet. Er will, auch wenn er der deutlich wird, er will der Kirche helfen und nicht die Kirche zerstören. Lotte ist in der Zeit auch sehr ähm, traurig, weil sich Staupitz seit Monaten nicht gemeldet hat und er glaubt, sein alter Mentor, dem er so viel zu verdanken hat, auch theologisch und auch beruflich, er glaubt, sein alter Mentor habe sich, habe ihn vollkommen vergessen, weil er sich so distanziert verhält. Die neue Vater Unser Auslegung äh, liegt dann vor. Das ist ja die, die Lucian in äh, der Schweiz verbreitet, im Auftrag von Beatus Renanus mit äh, Wissen und Förderung von Zwingli. In diesem Vaterunser, Unser, in dieser Auslegung, äh, macht Luther deutlich, dass es nicht die formalen Gebete sind, die äh, heruntergerattert werden, sondern dass es das Gebet aus dem Herzen ist, das wirklich allein vor Gott zählt. Und schon am Anfang macht er deutlich, es heißt ja Vater unser nicht ohne Grund, das Gebet richtet sich an einen Vater und nicht an den Richter, wie es die mittelalterliche Theologie so immer herausgestellt hat, was den Luther ja über Jahre lang so sehr geängstigt hat. Es geht also um den Charakter Gottes, die Tatsache, dass wir Gott bitten, Offenbart unser Elend, offenbart unsere Not. Da kommt auch diese alte Vorstellung der Demutstheologie, dass der Mensch seiner eigenen Hilflosigkeit und Bedürftigkeit sich, ähm, ja, daran denken soll, wieder zum Vorschein. Und äh, die ganze Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, die für Luther jetzt der, der Maßstab der Bibelauslegung ist, wird auch hier zum Grundmuster für die gesamte Auslegung des Vaterunsers. Ende April liegt die Einwilligung. Von Eck, dass Luther bei der Disputation zugelassen wird, noch immer nicht vor. Und Luther wird richtig ungeduldig. Er wendet sich an den, äh, an den äh, Herzog, an Herzog Georg. Und äh, der sagt im Wesentlichen: Ja, ich würde dich schon gerne dabei haben, aber wir müssen auf die Formalie bestehen. Persönlich, also hat, äh, hätte Herzog Georg gar nichts dagegen, aber diese Formalie ist nicht erbracht und so hängt der Luther in der Luft. Ebenfalls Ende April. Veröffentlicht dann Andreas Bodenstein, Dr. Karlstadt, seine Gegenthesen gegen Und Die sind interessant, weil er deutlich macht, anders als Luther, ist er nicht gegen Papst und gegen Kirche. Er bekennt sich ausdrücklich zum Gehorsam gegenüber dem Papst. Ähm, für Karlstadt geht es allein um die Frage der Rechtfertigung und die Autorität der Bibel, ähm, wie er ja schon seinen 151 Thesen das offenbart hat. Aber die ganze Papstdebatte, da möchte er nichts mit zu tun haben. Äh, Karlstadt äh, äußert auch, Bezweifel an der Disputationsweise von Eck, weil der nämlich gerne die sogenannte italienische Weise bevorzugt, wo man durch reine Rhetorik den anderen ähm, unterbuttern kann, um Recht zu behalten. Und äh, deswegen fordert Karlstadt, dass nicht die italienische ähm, Disputationsweise genommen wird, sondern dass man auch alles dann schriftlich protokollieren wird. Derweil steigt die Zahl der Studenten enorm an, die Studienreform zeigt große Früchte, Wittenberg wird zu einem Magnet für junge Leute, die sich für die Bibel, für die Wahrheit, für das Evangelium interessieren und es wimmelt nur so vor Studenten. Anfang, äh, Anfang, äh, Anfang Mai sagt Kajetan dann das, was äh, viele schon auch insgeheim wussten, dass nämlich die Luther-Sache direkt... Politisch verknüpftes mit der immer noch offenen Wahl angelegt. Es muss ja ein neuer König gewählt werden, seit Kaiser Maximilian jetzt gestorben ist. Und Rom hält sich zurück in der Luther-Sache, weil man auf den Kurfürsten setzt, dass der möglichst Karl äh, von Spanien verhindern möge. Angesichts der traditionellen kreuzwoche bringt luther dann kurz vor himmelfahrt den sogenannten sermon von dem gebet und von der prozession in der oder, oder von dem gebet und prozession in der kreuzwoche heraus wo er über die Bedeutung des Kreuzes spricht, nicht so sehr als einen äußerlichen, formalen Akt, als eine Tradition, sondern vielmehr die Betrachtung, die innerliche Betrachtung, das darüber nachdenken, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist das Entscheidende und äh, nach ihm bringt es wenig, dass man einer Prozession folgt, sondern vielmehr, dass man sich Gedanken macht persönlich, was bedeutet es für mich, dass Jesus für mich meine Sünden ähm, auf sich genommen hat am 2. Mai wird Justus Jonas in Abwesenheit zum Rektor der Erfurter Universität gewählt. Er kommt kurz danach aus Löwen zurück. Er hatte ja im Auftrag des Kurfürsten Friedrich Erasmus besucht, um dort irgendwie einen Kontakt zu mit Luther herzustellen. Als er zurückkommt und davon erfährt, dass er jetzt Verantwortung hat, wird, beginnt er sofort die Erfurter Universität humanistisch umzuformen. Und die Zeitgenossen werden das als gigantischen Erfolg. Es hat allerdings nicht lange erst einmal gehalten. Am 3. Mai kommt Miltitz mit Kayetan zusammen, der in Koblenz weilt. Und Miltitz versucht jetzt nochmal aktiv zu werden. Er glaubt nach wie vor, dass die ganze Sache positiv ausgehen könnte. Und er hält eine Zustimmung von Kayetan, dass man doch die Luther-Sache vor dem deutschen Erzbischof von Trier vor Richard Greifenklau ähm, entsprechend ähm, ja, verhandeln könnte. Und so fordert er jetzt Luther auf, komm nach Koblenz und da werden wir das äh, Verfahren machen. Cayetan wird alles ignorieren, was du gegen ihn geschrieben hast. Und äh, ansonsten hätten wir als Alternative noch ein Gericht mit dem Bischof von Freising oder vier anderen Bisch und vier anderen Bischöfen <laughs> und äh, so vermittelt, Karl von Miltitz jetzt äh, den Eindruck, dass Kajetan im Grunde genommen schon sein Richteramt ähm, über an den Erzbischof übertragen hat. Das stimmt allerdings auch nicht ganz so richtig. Der Karl von Miltitz überzieht ja wieder ein bisschen und ähm, äh, ist da etwas zu euphorisch und zu optimistisch. Auch Spalatin und der Kurfürst erhalten ähnliche Briefe. Zwei Tage später, am 5. Mai, <köhnt> sendet Cajetan dann den Miltitz nach äh, Kursachsen, damit Friedrich III. jetzt endlich seine Tugendrose bekommen kann. Und währenddessen soll es eine Besprechung geben, ähm, damit der Kurfürst sich äh, mit Kayetan treffen kann, wegen der Wahl. Das soll der Miltitz jetzt arrangieren. Am 5. Mai ebenfalls. Sendet der Lektor der Jüterborger Franziskaner, Bernhard Dappen, einen Brief an den Bischof von Brandenburg und sagt, hier in Jüterbog hier brennt die Hütte, auf Deutsch gesagt, hier droht eine Kirchenspaltung wegen der Lehre Luthers. Das ist das erste Mal, dass hier diese Lehre an, in einer, wie gesagt, an einer Kirche so eine richtige Spaltung hervorruft und äh, enormen Konflikt freisetzt. Am 9. Mai stirbt dann der alte Lehrer von Luther, Jodokus Trudfetter, den er in aristotelischer Logik gehabt hat. Ähm, Luther hat das sehr bedauert. Trudfetter hat er diese ganze spätere Entwicklung von Luther nicht nachvollziehen können und er sich von Luther losgesagt. Am 10. Mai schreibt dann der besagte Erzbischof von Trier, der Kurfürst, an den anderen Kurfürsten, an Friedrich den Weisen und sagt: Luther kann jetzt kommen, wir können das Verhör bei mir machen und er verspricht ein mildes Verfahren. Und ein freies Geleit für Luther. Doch schon am nächsten Tag schreibt Miltitz jetzt, Luther soll doch lieber äh, in Wittenberg bleiben, so der Brief an Friedrich III. Das heißt, hier äh, ist man sich selbst nicht ganz einig und die, äh, die Briefe sind sehr widersprüchlich. Es ist ein bisschen chaotisch, dieses ganze Verfahren momentan. Und äh, so ist erstmal unklar, wie es weitergehen soll. Im Mai haben wir auch ein interessantes Zeugnis von Melanchthon, der äh, zu diesem Zeitpunkt äh, seine eigene Meinung kundtut, wer so die größten Gelehrten sind äh, der Zeit. Über allem sieht er natürlich Erasmus von Rotterdam, die Zierde aller Zeitalter, wie er sie nennt, äh, ihn nennt. Und äh, danach, als, äh, an zweiter Stelle, sieht er äh, Capito und Öko Lampard. Nur mit etwas Abstand kommen dann Karlstadt und Luther sich selbst sieht äh, der junge Melanchthon noch weit weiter hinten. Für ihn ist nach wie vor eigentlich der Humanismus noch maßgeblich, allerdings beginnt er schon langsam durch die viele Beschäftigung mit Luther auf dessen mehr theologisch evangelische Sicht überzuschwenken. Im Mai bietet sich in Wittenberg ein neuer Drucker an aus Leipzig, sein Name ist Melchior Lotter der jüngere und er besitzt gutes äh, Material, gute Typen aus der Basler Druckerei Froben, wo ja die Gesamtausgabe von äh, Luther gedruckt worden war. Entsprechend äh, bringt, beginnt Luther jetzt seinen, den Druck von dem Galaterbrief bei besagtem Melchior Lotter zunächst einmal erst in Leipzig. Und dann bringt er auch seine Ehepredigt raus, äh, die, wir, die er im Januar gehalten hat. Und dort in der letzten Folge hatten wir schon die Punkte dort etwas angesprochen. Der Grund, warum er sie jetzt veröffentlicht, ist, dass jemand anderes sie unautorisiert veröffentlicht hatte. Und das zwingt den Luther jetzt die offizielle Predigt ähm, auch öffentlich zu machen. Es ist ja immer wieder auch vorgekommen, dass wohlmeinende Anhänger unautorisierte Mitschriften in den Druck gegeben haben. Am 15. Mai schreibt dann Luther an die Franziskaner in Jüterbog Und er ist sehr deutlich und sehr erforscht. Er kritisiert sie, weil sie mit übler Nachrede hantieren und er fordert den widerruf ihrer anzeige und sagt auch hey in den letzten drei jahren hat kein gebildeter theologe ganz wichtig kein gebildeter theologe ihn des irrtums überführt gleichzeitig sieht luther auch dass einige seiner anhänger in Jüterbock ein bisschen übers ziel hinausgeschossen sein mögen und er muss da ein bisschen einige aussagen balancieren und ins rechte licht Rücken. Mitte Mai bringt dann Luther seine Gegenthesen gegen Eck heraus. Er hat noch eine weitere These hinzugefügt, da geht es um die Willensfreiheit. Die darf nicht so verstanden werden, als ob sie an der Stelle Christi stehen. Mit anderen Worten, nur durch Jesus und durch seine Gnade haben wir überhaupt einen freien Willen. Aber diese Gegenthesen haben es auch noch an anderer Stelle in sich, denn vor allem bezüglich des Papstes wird er noch einmal deutlicher. Er Formuliert jetzt richtig steil. Er sagt zum Beispiel, der Papst herrscht ja auch übrigens nicht in den Kirchen des Orients, in den Ostkirchen. Und er beschränkt damit noch einmal dieses, die weltweite Autorität des Papstes. Er geht sogar so weit, dass er eine These von Jan Hus aufgreift, die in Konstanz verdammt worden war. Hus hatte nämlich gesagt, dass der Papst seine Macht dem Kaiser verdankt. Das hatte das Konzil in Konstanz 100 Jahre zuvor, wie gesagt, <laughs> verworfen. Aber Luther sagt, diese These stimmt, denn es gibt einen Historiker, der das bestätigt. Und es gibt sogar eine Inschrift am Lateran, also in der Hauptkirche des äh, römischen Papstes. <laughs> und da steht genau das. Und äh, er sagt dann auch hier, er fürchtet weder Papst noch... Puppen, also da deutet sich schon sehr deutlich der Konflikt an. Karlstadt ist damit überhaupt nicht einverstanden, weil er, wie gesagt, gegen den Papst gar nicht vorgehen möchte. Und er versucht dann über Spalatin irgendwie auf Luther einzuwirken. Luther dagegen sagt, naja, der Karlstadt, der ist einfach nur ähm, ängstlich, der hat Angst um seine Pfunden. Aber auch andere Freunde haben zu dem Zeitpunkt das Gefühl, Luther geht möglicherweise zu weit. Amstorf, sein guter Freund, als auch Scheuel versuchen irgendwie ihn zu mäßigen und sagen, sei nicht so steil gegenüber dem Papst. Aber Luther sagt, ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Zumindest nicht, wenn es um das Evangelium geht, um die Lehre von der Gnade. Da ist er mittlerweile ganz felsenfest gegründet durch sein Bibelstudium. Am 17. Mai, Lehnt Luther dann den bereits überholten Vorschlag von Miltitz ab? Ein Verhör in Gegenwart von Cayetan kommt für ihn sowieso gar nicht in Frage, weil der ihn in Augsburg, so sagt Luther, vom katholischen Glauben habe abbringen wollen. Außerdem müsste man jetzt erst einmal die strittigen Punkte schriftlich fixieren, so hatte man das ja mit Miltitz in Altenburg vereinbart. Außerdem kann man ja nicht die die jetzt anstehende Disputation in Leipzig ignorieren. Es geht um die Ehre der Universität. Und außerdem ist auch der Erzbischof von Trier und auch der Erzbischof von, äh, von der, Erz, äh, genau, der Erzbischof von, von Trier in die Wahl eingebunden. Denn die Kurfürsten müssen ja jetzt den neuen König bestimmen. Von daher äh, sagen wir erstmal dieses angeberaumte Treffen, dieses Verhör vor dem Erzbischof von Trier ab. Am 30. Mai finden wir einen interessanten Brief von Luther an Martin Glaser, der war der Prior der Augustiner in Ramsau. Und äh, dort heißt es hier, ich lese jetzt über den Psalter von Neuem und die Lehranstalt blüht außerordentlich, die Stadt ist voll von Studenten. Rom ist heiß zu meinem Verderben und ich bin kalt zu ihrer Verspottung. Man sagt mir, dass ein Papierener Martin in Campo Fiore öffentlich verbrannt, verflucht und dem Tode geweiht worden sei. Ich erwarte ihre Wut. Also, Luther schreibt, ich habe gehört, in Rom hat man eine Nachbildung von Martin Luther genommen aus Papier und hat sie dort verdammt und verbrannt. Und das zeigt ja ungefähr, was dem Luther passiert wäre, wenn er tatsächlich nach Rom gereist wäre. <laughs> er ahnt schon, worauf das Ganze hinausläuft. Ebenfalls am 30. Mai. Erhält äh, Luther dann tatsächlich einen Brief auch selbst von Erasmus? Und der beschwert sich bei Luther. Ähm, und zwar über die Gesamtausgabe, die Froben in Basel besorgt hatte, die ja für so viel Verbreitung des Evangeliums gesorgt hat. Ähm, Erasmus sagt: Diese Ausgabe hat für eine Katastrophe gesorgt, ähm, nämlich die ganzen katholischen. Gelehrten in Löwen an der Universität äh, verdächtigen jetzt die Humanisten und damit natürlich auch ihn, Erasmus. Ähm, man hat Erasmus als einen Assistenten und einen Parteigänger von Luther bezeichnet und äh, die Humanisten sind jetzt unter Verdacht, die Theologie zu beschädigen und das ist. Das stört den Erasmus natürlich ganz gewaltig, dass er jetzt da negative Konsequenzen zu spüren hat äh, aufgrund des Wirkens Luther's. Und so rät er zu Luther, ähm, die ganze Sache ähm, auf einer rein akademischen, rein gelehrten Basis zu behandeln. Und äh, das bloß nicht unter das Volk zu bringen. Also das ist die Denkart von Erasmus. Der sieht in der ganzen Sache eine äh, theologisch-akademische Diskussion und die sollen die Gelehrten unter sich ausfechten. Aber es gibt keinen Grund für Erasmus, das Ganze öffentlich unter dem Volk auszubreiten. Das sieht natürlich Luther als äh, Seelsorger und Prediger völlig anders. L Erasmus weiß, dass äh, es unter den Bischöfen auch in England einige gibt, die sehr hoch von Luther denken. Und äh, deswegen sei es jetzt maßvoll, äh, sei es wichtig, sagt er, jetzt maßvoll vorzugehen. Also er reiht sich ganz offen in diese, in diese Reihe von Leuten ein, die den Luther zur Mäßigung aufrufen. Und Luther solle bloß nicht den Papst angreifen, sondern nur diejenigen, die die päpstliche Macht missbrauchen. Erasmus sagt dann ganz interessant, äh, er möchte eine Reformation und keine Revolution. Das ist ein sehr wichtiger und guter Satz. Es scheint aber so, dass äh, Erasmus das Ganze etwas... Äh, sehr zurückhaltend interpretiert hat in seiner eigenen Umsetzung. Er mahnt dann, und auch das ist, denke ich, ein sehr guter Rat, er mahnt zum Vorgehen im Geiste Christi. Zorn, Hass und Ehrsucht können am Ende einen selbst verderben, und das ist natürlich ein wichtiger Tadel auch, ähm, der auch den Luther nicht ganz, ähm, wo Luther auch nicht ganz unschuldig an der Sache ist. <laughs> er lobt dann äh, natürlich auch noch die. Neue erste Lieferung der Psalmvorlesung erwähnt allerdings natürlich unter keinen Umständen, dass er selbst Erasmus dafür verantwortlich ist, dass Froben in Basel aufgehört hat, Luthers Werke zu drucken. Luther ist immer noch unsicher, ob er zur Disputation zugelassen wird und veröffentlicht deswegen jetzt einfach aus Verzweiflung eine Schrift, um seine umstrittene Papstthese zu erklären. Und darin entfaltet er einen sehr einfachen, aber tatsächlich revolutionären Gedanken. Er sagt, das Papsttum muss man anerkennen, aber lediglich als weltliche Obrigkeit, als menschliche Obrigkeit, die keinerlei Anspruch auf Unfehlbarkeit hat. Er sagt sogar, äh, möglicherweise ist das Papsttum eine Strafe Gottes und deswegen darf man sich ihm nicht entziehen. Und dann geht er an die beiden Stellen, die so maßgeblich sind für das Selbstverständnis des Papstums, nämlich Matthäus 16 und Johannes 21, die beiden klassischen Stellen, <laughs> mit denen das Papstum seit Jahrhunderten seine Vorherrschaft begründet hat. Also einmal hier in Matthäus 16, Vers 18 und 19, wo es heißt, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Todesreiches und... Sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Und Luther zeigt, warum exegetisch das nicht eine Vorherrschaft des Papstes äh, legitimiert. Ähm, und äh, genauso mit der anderen Stelle in Johannes 21, Vers 17, wo es heißt: Und das dritte Mal fragt er ihn Simon, Sohn des Jonas, Hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Luther macht ein ausführliches Bibelstudium und zeigt: Beide Stellen begründen nicht, dass der Bischof von Rom die Oberherrschaft über die ganze Kirche haben soll. Das ist eine Fehlinterpretation, die seit Jahrhunderten so gepredigt wird. Und Luther stemmt sich dagegen und zeigt mit klarer Bibelauslegung, dass es sich hier um einen Irrtum handelt. Und das soll noch weitreichende äh, Folgen haben. Aber auch in dieser Schrift ähm, formuliert er nicht die radikalsten Gedanken, die er ja dem Spalatin schon privat angedeutet hat, wo er schon mit dem Gedanken gespielt hat, dass das Papsttum per se der Antichrist der Prophetie sein könnte. Am 1. Juni schreibt Erasmus äh, an Justus Jonas und rät dem, sich der Theologie ganz zuzuwenden. Justus Jonas war ja eigentlich äh, Jurist. <laughs> Und äh, Jonas äh, ist dem nicht abgeneigt, er begreift sich selbst immer mehr als Theologe und das soll noch eine wichtige Weichenstellung werden, weil auch Justus Jonas dann in die Reformation noch eingreifen wird. Am 2. Juni äh, sagt dann auch Friedrich der äh, Dritte äh, das angedachte Verhör von Luther ab mit dem simplen Hinweis, dass er jetzt äh, die Königswahl sei und man andere Dinge zu tun habe und sich erstmal darauf konzentrieren. Wolle. Am 6. Juni weiß Luther immer noch nicht, ob er zugelassen wird zur Disputation und er wird wirklich ungeduldig. Ungeduldig ist auch Friedrich III., der am 8. Juni sich bei Kajotan beschwert, dass ihm immer noch nicht die Tugendrose übermittelt worden sei, auf die er doch schon so lange äh, sehnlichst wartet. Also das ist äh, ganz interessant, wie wichtig ihm das offensichtlich gewesen ist, dieses Symbol zu erhalten, dass er ausdrücken sollte, dass er besonders treu sich um die katholische Kirche verdient gemacht hat dann wird im juni ähm, deutlich, dass es wohl keine mehrheit für franz i., den, den könig von frankreich, als neuen könig äh, des römischen deutschen reiches geben wird. wenn franz nicht gewählt werden kann, scheint es so, dass der einzige noch denkbare kandidat karl von spanien ist, und das will der papst ja. Unbedingt verhindern und er hat eine kühne Idee. Der päpstliche Nuntius drängt nun Friedrich den III., den, den Kurfürsten von Sachsen, selbst zur Kandidatur und äh, ihm werden gute Chancen eingeräumt. Er war ja schon unter Maximilian der Reichsverweser, also der Stellvertreter für den Fall, dass Maximilian verhindert war. Und äh, Friedrich III. hätte hier jetzt äh, König und dann potenziell sogar Kaiser werden können, aber er lehnt ab. Und diese Entscheidung gilt schon den Zeitgenossen und dann auch der Nachwelt als sehr weise, weswegen er von dem Zeitpunkt an dann auch Friedrich der Weise genannt worden ist. Ebenfalls im Juni kamen die Augustiner-Eremiten alle gemeinsam in Venedig zusammen zum Ordenskapitel. Der General der Augustiner-Eremiten Gabriel Venetus äh, wollte dort mit Staupitz verhandeln über die Luther-Sache, aber Staupitz kam gar nicht erst nach. Venedig. Am 22. Juni traf dann Eck in Leipzig ein zur geplanten Disputation. Einen Tag später gab es eine frohe Leichnamsprozession, an der sich auch Eck beteiligt hat. Und noch einen Tag später kam es dann zum Einzug der Wittenberger in Leipzig durch das Grimaische Tor, das hier in einer späteren, äh, viele Jahrhunderte später entstandenen <coughs> Zeichnung dargestellt ist. Die Wittenberger kamen mit mehreren Wagen und großem Anhang. Im ersten Wagen fuhr Karlstadt. Und eine ganze Ladung von Büchern war bei ihm. Im zweiten Wagen waren dann Luther und Melanchthon und auch der Rektor der Wittenberger Universität, der Herzog Barnim von Pommern. Außerdem sind auch Amsdorf und andere in der Delegation, auch Agricola, der junge Student von Luther, der sein persönlicher Sekretär ist, oder hier in Leipzig sein Sekretär sein wird. Der ganze Zug wird bewaffnet von 200, ähm, oder bewacht von 200 bewaffneten Studenten. Beim Einzug der Wittenberger stürzt der erste äh, Wagen mit Karlstadt und äh, wegen eines gebrochenen Rades und der verletzt sich gleich äh, bei dieser Gelegenheit. Sobald die Wittenberger in Leipzig ankommen, lässt der Bischof von Merseburg an einer Leipziger Tür ein Verbot der Disputation anschlagen. Also bis an, zu diesem Tag gibt es starke Kräfte in Leipzig, die dagegen sind, dass diese Disputation überhaupt stattfindet. Ähm, er hatte vorher einen Briefwechsel gehabt mit dem äh, Herzog Georg von, ähm, von Sachsen, aber der Herzog, der beugt sich nicht. Er hat das durchgedrückt, auch bei der Universität, und lässt sich auch vom Bischof nicht einschüchtern. Er lässt das Verbot entfernen, den Boden sogar einsperren und äh, so geht das ganze dann seinen geplanten gang. an den ersten tagen machen die, Stud äh, die wittenberger studenten äh, unrühmlich auf sich aufmerksam, zum teil durch randale, die sie dort in leipzig äh, ausüben. erst jetzt, äh, nachdem luther persönlich angekommen ist, äh, bemüßigt sich eck doch seine schriftliche Einwilligung zu geben, dass Luther überhaupt teilnehmen kann und sie dem Herzog zu geben. Das heißt, Luther musste erst persönlich nach Leipzig kommen, um dann auch zu wissen, dass er offiziell teilnehmen kann. Von offizieller Seite wird der Eck sehr viel mehr willkommen geheißen und mit Geschenken bedacht, aber es kommt auch zu einer Gelegenheit, wo Herzog Georg alle drei zu einem gemeinsamen Essen einlädt. Dabei ist er besonders dem Luther gegenüber sehr kritisch, stellt Fragen. Und sagt ganz pragmatisch, deine Papstkritik, die ist äh, nicht wichtig, unnütz, das brauchen wir nicht. Nur die Dominikaner, die behandeln Luther bereits wie einen echten Ketzer. Ähm, am 26. Juni haben dann Karlstadt und Eck die... Ähm, Rahmenbedingungen der Disputation ausgehandelt. Eck versucht dann tatsächlich noch einmal das italienische Disputationsmodell durchzusetzen, wo es kein Protokoll gibt und man hinterher nie genau sagen kann, was eigentlich gesagt worden ist, äh, weil er dann mit seinen rhetorischen Fähigkeiten im Vorteil wäre. Aber Karlstadt besteht darauf, dass man sich an die Abmachung, die man gemacht hat, auch hält. Vier Notare sollen protokollieren, darunter auch der Rektor der Thomasschule, äh, Johannes Graumann genannt Poliander. Aber Eck erreicht doch einen, äh, einen Teilerfolg. Er ähm, verhandelt nämlich, dass die Protokolle erst veröffentlicht werden dürfen, wenn es eine richterliche Entscheidung über den Gewinner gegeben hat. Und äh, diese äh, Instanz, diese Entscheidung liegt bei der Universität von Erfurt. <laughs> Direkt vor der Bis äh, Disputation am 27. Juni am Montag kommen dann auch noch Eck und Luther zusammen. Auch sie äh, handeln noch einmal die Rahmenbedingungen aus. <laughs> Dabei wird festgelegt, dass äh, die Tatsache, dass Luther sich an ein Konzil gewandt hat, nicht äh, debattiert werden soll. Auch sollen seine Akten nicht dem päpstlichen Stuhl vorgelegt werden. Und äh, er wünscht sich als Entscheidungsinstanz Erfurt. Oder Paris. Und dann macht er diesen Punkt, dass er auch möchte, dass die Nicht-Theologen als Richter mit einbezogen werden, weil die meisten Theologen parteiisch seien. Und das wird dann auch während der Disputation nochmal diskutiert. Und weil dem nicht gleich entsprochen wird, hätte Luther beinahe noch seine Teilnahme jetzt noch abgesagt. Aber mit Mühe lässt er sich überreden, weil ansonsten der Eindruck entstanden wäre, dass Luther überhaupt gar keinen Richter mehr akzeptiert. Und so soll Herzog Georg jetzt entscheiden. Dann beginnt die Leipziger Disputation mit großem Zeremoniell. Äh, viele Freunde aus Luther sind, äh, von Luther sind ja da, Johann Lange ist da, Egranus aus äh, Zwickau, Thomas Münzer ist da, der sächsische Rat Hans von Planitz im Auftrag des Kurfürsten, der Rat Johann Rühel aus Mansfeld, äh, ein, sogar aus Böhmen kommen Leute, um dabei zu sein. Auch der Herzog Georg ist teilweise persönlich zugegen. Der Bischof von Brandenburg hat einen Vertreter, den Abt von Lenin gesandt. Viele Prälaten, Kleriker, Mönche, die ganzen Professoren aus Leipzig, eine illustre Gruppe, die jetzt äh, dieser Disputation beiwohnen will. Nur die Dominikaner äh, nehmen nicht teil, und das hat Luther sehr bedauert, weil ja gerade sie ihn besonders bekämpfen. Tetzel konnte auch nicht teilnehmen, weil er bereits todkrank ist, was Luther aber dann erst äh, im Nachhinein erfährt der jurist simon Pistoris äh, eröffnet das ganze durch eine begrüßung und dann gibt es einen gottesdienst in der thomaskirche in leipzig wo der thomaskantor eine extra neu komponierte zwölfstimmige messe nur zu diesem anlass ähm, aufführt sein name ist äh, georg rau und die thomaner führen diese messe jetzt anlässlich der disputation auf danach geht es zur pleißenburg in große Prozession. Dort soll nämlich in der Hofstube die Disputation stattfinden. In der Universität gibt es keinen ausreichend großen Saal für all die Menschenmengen. Die Sicherheit wird besorgt durch 76 Bürger, die bewaffnet sind, die sozusagen eine Security bilden. Ähm, zwei Katheder stehen im Raum sich gegenüber. Und äh, äh, jeweils um die, den Katheter gruppieren sich dann die Anhänger der Diskutanten. Äh, man sagt dann, die Leipziger Theologen sitzen zwar bei Eck, aber schlafen öfter auch mal ein. Die Einla äh, Einle Einleitung wird durch einen äh, Leipziger Gräzisten und Humanisten mit Namen Petrus Mosellanus äh, ausgesprochen. Der hatte sich zuvor mit dem Herzog Georg abgesprochen. Und er bittet um eine vernünftige, eine besonnene, eine demütige Disputationsweise und nennt Erasmus von Rotterdam als ein nachahmenswertes Vorbild. Georg ist erstaunt, dass man Theologen überhaupt erst zu einer äh, demütigen Disputation ermahnen muss. Aber wie es noch zeigen wird, war das nicht ganz ohne Grund. Und dann beginnt die Disputation zwischen äh, Eck und Karlstadt. Und es geht zunächst um den freien Willen. Der Eck wandelt hier mehrmals, wechselt mehrmals seine Position, aber Karlstadt kann das leider nicht ausnutzen. Gerade auch wenn es um die primären und sekundären Gründe des guten Handelns geht, ist Karlstadt im Grunde genommen eigentlich etwas zu schwach. Und während also in Leipzig jetzt diskutiert und debattiert wird, passiert gleichzeitig in Frankfurt etwas Weltentscheidendes. Am 28. Juni wird in Frankfurt Karl von Spanien zum neuen Kaiser gewählt. Karl V. 19 Jahre ist er alt. Für ihn hat seine, wenn auch entfernt, deutsche Abstammung gesprochen. Das ist propagandistisch aufgebläht worden. Er ist ja schon König über das Großes Spanien, das ja auch Besitzungen in der neuen Welt hat, das eigentlich eine Weltmacht ist, zu dem auch Sizilien gehört und Süditalien und die Lombardei und die Niederlande und jetzt auch noch das Heilige Römische Reich. Er ist eigentlich der Herrscher eines Weltreiches. Er hat 852.000 Gulden dafür bezahlt. Das Geld hatte er selbst nicht und hat das meiste von den Fuggern geliehen, die jetzt natürlich großen Einfluss und Privilegien bekommen. Gleichzeitig haben die, ähm, die verschiedenen Stände des Reiches gleich von Anfang an dem Karl Dinge abgetrotzt und zugeständigt, bis in die Außenpolitik ihm abgefordert. Aber das Ganze bringt auch für Luther eine entscheidende Wende, weil Rom das Ziel nicht erreicht hat, Karl den Fünften zu verhindern. Und jetzt ist es auch egal sozusagen, jetzt muss man mit ihm leben, jetzt braucht man den Kurfürst Friedrich III. Friedrich den Weißen nicht mehr. Muss keine Rücksicht mehr auf ihn nehmen, man, man muss ihn nicht mehr politisch hofieren und man kann jetzt wieder mit voller Wucht sich der Luther-Sache annehmen und deswegen wird die ab diesem Tag jetzt wieder so brisant. Am 29. Juni gibt es eine kurze Pause, eine Tagespause bei der Leipziger Disputation. Und der Herzog Barnum von Pommern wünscht sich, dass doch Luther predigen könnte. Und das sieht man zwar nicht gern, aber kann es auch nicht verhindern. Weil die Schlosskirche nicht klein genug, äh, nicht groß genug ist, wird auch diese Predigt im Disputationssaal äh, vorgetragen. Und nicht wahrscheinlich, nicht nur zufällig, gibt es an diesem Tag einen besonderen Evangeliumstext. Das ist ja damals so gewesen, dass in der Kirche für jeden Tag, für jedes... Ähm, für, jede, ja für jeden Tag so ein bestimmter Predigtext vorgesehen ist, über den die Prediger zu predigen haben. Und ausgerechnet an diesem Tag, zu dieser Gelegenheit, ist der Predigttext Matthäus 16, wo es heißt, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen. Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen Sie nicht überwältigen. Und dann heißt es hier weiter. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Das ist der Text, über den zu predigen ist und das ist eine Steilvorlage von Lotter, der jetzt hier die Predigt hält und die Gelegenheit hat, seine gesamte Sicht des Papsttums und der Kirche, die er, das er gewonnen hat, jetzt zu präsentieren, ohne dass man ihm den, den Vor... Ähm, Machen müsste er hätte dieses Thema jetzt bewusst ausgewählt, und so kann er zeigen, dass der Fels, auf den die Gemeinde gebaut ist, nicht Petrus ist und auch nicht ein ein apostolischer Nachfolger von Petrus, sondern Christus selbst. Die Gemeinde ist auf Christus gebaut, und der Papst ist nicht über den anderen Bischöfen. All das führt er biblisch sehr deutlich aus. Die, 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 diese Schlüsselgewalt ist nicht nur dem Petrus gegeben, sondern allen Jüngern, wenn man die entsprechenden Parallelstellen dazu nimmt. Und so kann er seine Sicht der Kirche, die natürlich revolutionär ist, ähm, vortragen. Und äh, Johannes Eck hört das und ist äh, natürlich total entsetzt und sagt, das ist eine böhmische Predigt. Er zieht also eine direkte Verbindung zu der so verhassten Heresie der Hussiten. Was Lothar selbst natürlich so nie unterschrieben hätte zu dem Zeitpunkt. Aber für Eck ist es klar, hier ist eine weitere Grenze überschritten. Am 30. Juni ging dann die Disputation zwischen Karlstadt und Eck weiter. Wer die gewonnen hat und wie das Ganze ausging, werden wir das nächste Mal sehen. Dann wird es heißen, wer hat gewonnen. Juli bis September 1519. Bis dahin wünschen wir Ihnen gottesreichen Segen und hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es hier heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.